Ja, Peter. Mach mal das, Schiri. Vielen Dank für deinen Besuch, wieder letzter Tag. Es gibt ja, stehen ja einige Veränderungen an. Okay. Du kannst mir ein bisschen was erzählen, und wie es hier jetzt war. Bye, bye. Ja, ich sag mal, es ist wie immer unbeschreiblich, das hier mitzuerleben. Wie viel Freude, wie viel Spaß die Kinder haben bei der Therapie. Aber dass sie auch jedes Mal etwas mitnehmen. Es ist zum Beispiel die Kinder, wo man gedacht hat, das kann überhaupt nicht klappen, das kann nicht funktionieren, wie die von Anfang an dabei sind und so viel mitnehmen können, von dieser ersten Stunde an, von der ersten Stunde bis zur letzten. Also es ist eine ganz große Freude. Ja, und ich bin natürlich begeistert, dass Qualität sich durchsetzt und nach wie vor hier ein ganz hohes Niveau ist bei der Therapie, dass die hygienischen Standards eingehalten werden, die pädagogischen, die medizinischen Standards. Und es ist ja noch geplant, in Zukunft auch wissenschaftlich hier noch zu arbeiten, was ich ganz, ganz besonders gut finde, dass mit Neurologen, mit EEG-Spezifikationen vor und nach der Therapie hier gearbeitet wird. Und das ist wirklich eine ganz, ganz große Freude. Ja, ich bin begeistert nach wie vor über das hohe Niveau, was hier herrscht. Und ich kann nur sagen, weiter so, dass die Kinder so viel Freude mitnehmen und auch medizinisch immer was mitnehmen, dass sie gesund sind und gesund mittherapiert werden. Das ganzheitliche Konzept, was du entwickelt hast, das funktioniert ja voll, das geht ja voll auf. Oder ja, wie siehst du das? Ja, ganz genau. Also ich sag mal, man muss sehen, dass man so viel Sinne wie möglich mitbeteiligt, dass man Ablenkmanöver macht, dass der Geschmack genauso mit einbezogen wird wie die Sinne, das Sehen, das Hören, das Fühlen, das Greifen und Begreifen, die Lockerung, die während der Therapie erreicht werden kann, für die Muskulatur, dass die Spastiken nachlassen. All das ist das therapeutische Konzept, was wir entwickelt haben und was hier auch weiter durchgesetzt wird. Ja, Frieda, wir danken wie immer für deinen Besuch. Du bist weiß, du bist immer gern gesehen. Wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen hier. Guten Heimflug. Dankeschön.